bin der Sepp Niklas aus Wieselburg und bin Imker eigentlich seit 1976. Wir haben, meine Gattin und ich betreiben das gemeinsam. Wir haben ungefähr 70 Bienenvölker, die in der Region einfach aufgestellt sind, im Mostviertel, von Buchenstuben bis Amstetten und auch in Wieselburg und Umgebung haben wir die Völker so mehr oder weniger verteilt. Wir sind da in unserem neu errichteten Bienenhaus. Es haben da ca. 20 Bienenvölker Platz erinnern. Das Bienenhaus ist vorgesehen, dass wir hier auch Präsentationen machen können. Wir haben zusätzlich einen eigenen Verarbeitungsraum geschaffen mit dem ganzen Zubehör und den dazugehörigen Räumlichkeiten. Es gehören dazu wirtschaftliche Räumlichkeiten, wo man verschiedene Sachen abstellen kann. Es gehört dazu auch ein Bereich, wo man die Gläser sehr hygienisch lagern kann und letztlich auch das Endprodukt Honig oder auch die Honigprodukte, die wir letztlich herstellen, sollten auch gekühlt gelagert werden. Somit haben wir da einen Kühlraum geschaffen. Die Bienen müssen aus den eingetragenen Nektar oder Honig da mindestens 2/3 Wasser entziehen. Das heißt, wenn ein Bienenvolk für sich selbst 60 Kilogramm Honig benötigt, um über den Winter zu kommen, muss sie 180 Kilogramm Nektar eintragen. Der Imker muss so lange warten und auch die Disziplin haben, dass der Honig so zur Schleuderung gelangt. Auf der anderen Seite ist es dann wichtig, die Waben entsprechend zu sortieren, um hier auch sortenreinen Honig zu ernten. Und das kann man auch nur, wenn man hier entsprechend den Wabenvorrat bei der Schleuderung richtig dann abarbeitet. Imker zu sein bedeutet für mich in erster Linie Arbeiten in der Natur, aber auch Arbeiten mit der Natur, die Natur selbst zu unterstützen, indem man hier nicht Barrieren aufbaut, sondern eben Barrieren abbaut. Es bedeutet für mich aber auch die Verwendung von natürlichen Materialien, wenig Wegwerfprodukte in der Produktion, sei es jetzt Verpackungsmaterial, sei es jetzt verschiedene Futtermittel, die man einkauft. Also nachhaltig zu arbeiten ist ein wesentliches Faktum, was wir Imker eigentlich auch vorzeigen sollen. Und dazu gehört auch der Einkauf von biologischem Futtermaterial, sprich Zucker oder Zuckersirup.